Liebe Freunde des kultivierten Lebensstils, ich begrüße euch heute aus meinem Schlafzimmer, das ich mir überwiegend mit meiner Garderobe teile. Und genau um die soll es in diesem Video gehen. Denn heute machen wir einen Speedrun durch meinen Kleiderschrank. Und am Ende verrate ich euch, welche dieser Teile ich für eine Grundausstattung empfehle und welche nicht. Los geht's! Nächste Aufteilung des Kleiderschranks. Ich habe hier unten die separaten Hosen. Dann kommen wir zu meinen Anzügen. Endet mit dem Smoking. Dann haben wir hier oben Sportsackos. Und hier hängen Hemden. Und hinten in der Ecke hängen Mäntel. Und dann ist das Ganze halt nach Farbe sortiert und nach Intensität der Farbe und nach Formalitätsgrad. Aber ich unterscheide nicht nach Saison, sondern hier hängen wirklich Winter- und Sommersachen direkt nebeneinander. Wir beginnen mit den Hosen. Eine Cavalry Twill Hose aus Sizilien. Schöner, schwerer Wollstoff. Gefällt mir sehr gut. Duckdale Flanell, etwas zu leicht und knittert dadurch sehr. New Fine Worsted, auch von Duckdale, knittert auch relativ stark. Eine schöne Farbtiefe, kein schlechter Stoff. VBC in einem etwas dunkleren Grau, sehr leichter Stoff, super für den Sommer. Hier auf dem leeren Bügel würde von Masura Satoria jetzt die neue Flanellhose hängen in Anthrazit, ist aber noch beim Schneider. Hier ebenso beim Schneider eine noch anthrazitfarbenere, wenn das überhaupt geht. Hose aus einem sehr schweren Wollflanell. Hier hängt die Hose, die ich heute trage. Dann haben wir eine Chino mit Gurkabund von AM Feast. Dann haben wir eine Leinenhose in einem ähnlichen Beige-Ton von Luxshire. Dann beginnen hier die Korthosen und zwar mit einer von Luciano Barbera. Tolles Ding. Einziger Fehler, den ich gemacht habe, ich habe die Gürtelschlaufen abmachen lassen und deswegen kann ich die jetzt nicht mehr mit einem Gürtel tragen, was ziemlich unpraktisch ist. Hier würde meine rote Korthose hängen. Tolles Teil, volle Empfehlung. Und hier hängt die zweite Hose zu meinem Masura Satoria Solaro. Dann kommen wir zu dem ältesten Anzug, den ich hier hängen habe. Von Suit Supply ein Anzug aus einem, ich glaube es ist ein Ormesano Flanell. Ich liebe diesen Stoff, nur leider ist mir die Hose einfach viel zu eng geschnitten. Sitzt wie eine Röhre, so sollte das nicht sein. Ich kann mich nur nicht von diesem Anzug trennen, weil ich den Stoff genial finde und ich immer noch genau diesen Stoff suche. Dann haben wir von Masura Satoria meine neueste Anschaffung und zwar einen Zweireiher aus einem Fox Stoff. Ein großer Prince of Wales Check. Ich finde das Ding einfach mega geil, obwohl es mich sehr überrascht hat. Einerseits ist es ein sehr sommerlicher Stoff, gar nicht so sehr für den Winter, wie ich gedacht habe. Und zweitens, meine Fresse, ist das Ding laut. Der Schnitt und die Verarbeitung, meine Fresse, die haben es wirklich drauf. Dann kommen wir hier zu einem Basic, ein grauer Anzug aus einem Draper's Ascot 4-Ply. Und das ist auch meine Empfehlung für einen unifarbenen Anzug. Du hast eine schöne Farbtiefe. Gerade die Hosen, die fallen einfach wie die Atombombe. Also ein hohes Gewicht hat dieser Stoff, ist aber unfassbar gut im Sommer tragbar, sehr, sehr atmungsaktiv. Absolute Empfehlung. Natürlich preislich ein bisschen gehoben, ein bisschen über dem Duckdale New Fine Worsted, aber ich würde mich in dem Moment dafür entscheiden. Dieser Anzug ist jetzt von Prolog gefertigt und ich finde den Prolog-Schnitt sehr schön. Gerade mit so unauffälligen Stoffen, dann kommt der Schnitt nochmal viel besser zur Geltung. Jetzt folgt ein weiterer Suit Supply-Anzug, nochmal ein Prince of Wales-Check, diesmal aber in einem Flanell von Carlo Barbera. Auch wieder der Lazio-Schnitt, wie hier weiter vorne. Problem ist, die Hose ist einfach an den Beinen zu eng und das ist sehr schade, denn auch hier ist der Stoff wieder sehr schön, aber ich denke, in der nächsten Zeit werde ich mich von diesem Anzug trennen müssen. Und jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblings-Sommeranzüge, einen Anzug, den ich auch von meinem Schneider aus Sizilien habe. Fantastischer Senja-Leinenstoff. Das Ding trägt sich einfach wie ein Hauch von nichts. Knittert auch gar nicht so extrem. Ich finde das Muster unfassbar kombinierfreudig. Und die Hose dazu, die könnte ich im Sommer jeden verdammten Tag tragen. Jetzt kommt die nächste Bombe von Masura Satoria, mein zweireihiger Solaro. Ich habe hier noch nie das Futter gezeigt, fällt mir auf. Das war mal eine Seide, eine Krawattenseide, die wir gedruckt haben. Leider ein Fehldruck.
denn die Blumen sind ein Hauch zu groß geworden. Aber wie geil ist das bitte als Futter im Anzug? Auch vom Schnitt her, ich liebe diesen Anzug einfach komplett. Die Hose hier haben wir auch als Hollywood-Top ausführen lassen. Coole Konfiguration, finde ich. Würde ich auch genauso wieder machen. Aber Solaro ist echt ein sehr spezieller Stoff. Jetzt kommen wir wieder zu einem Duckdale New Fine Worsted. Leute, ein brauner Anzug kann auch ein Business-Anzug sein. Ist übrigens gemacht von Suit Supply aus dem Made-to-Measure-Programm und die Hose von Luckshire. Da haben wir einfach den gleichen Stoff genommen, aber den bei zwei verschiedenen Produzenten fertigen lassen. Hier kommt mein Rooks & Rocks Anzug. Ich glaube, das ist sogar meine neueste Anschaffung in dunkelgrüne Baumwolle. Das Ding wird super für den Sommer. Meine erste Rooks & Rocks Hose. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ist echt stark geworden. Ich bin damit sehr zufrieden. Ein schön hoher Bund, fällt sehr gut, weites Bein, gute Länge. Ich bin äußerst zufrieden. Jetzt kommen wir zu meinem allerersten Prolog-Anzug. Der Stoff ist einfach der Wahnsinn. Und es wirkt auf den ersten Blick wie ein anthrazitfarbener Flanellanzug. Aber eigentlich hat dieser Stoff eine irre Farbtiefe. Wir haben sehr viel Grün drin, ein bisschen Magenta. Und dann haben wir hier noch wieder einen Prolog-Anzug. Mein erster Dreiteiler von Prolog. Ein etwas lauterer Stoff, taubenblau von der Farbe her. Fantastischer Schnitt. Ich mag wirklich gern den Roll bei Prolog und diese offene Kassur und dieses sehr konkave Revers. Ein mega Anzug für den Winter. Jetzt kommen wir hier zu meinem Daily Workhorse. Rooks & Rocks Anzug, Duckdale New Fine Worsted Stoff. Das ist wirklich ein guter Four-Season-Stoff. In meinen Augen genau der richtige Blauton fürs Everyday Business. Und dazu eine meiner allerersten Hosen von Luckshire. Damals noch ohne Umschlag. Würde ich nie wieder heutzutage machen. Und dazu kommt noch ein VBC Perennial mit einem, ja, eigentlich ist es ein Glen Check, aber auch noch mit einem Windowpane Overcheck. Aber es ist kein Prince of Wales, wenn man es ganz genau nehmen würde. Kann man machen, so als fünfter, sechster Anzug. Hier drin hängt mein Smoking von Luckshire, eine meiner außergewöhnlichsten Kommissionen dort. Das ist auch ein Duckdale-Stoff, ein Barathea, mit Mohair auch drin, mit einem relativ großen, ich glaube 30-40% Mohair-Anteil. Dazu ein Revers aus schwarzer Shantung-Seide. Das Ding ist natürlich ein Zweireiher. Dazu die passende Hose hängt auf dem Bügel. Sehr leichte Verarbeitung, kein Schulterpolster, geraffte Schultern. Einfach traumhaft geworden, das Ding. Jetzt geht's weiter mit den Sportsackos. Und wir beginnen mit einem Sakko, das ich bisher tatsächlich nur einmal getragen habe. Von Prolog ein Experiment aus Rohseide. Wahnsinnsstoff, es trägt sich super geil. Nur ich weiß aber noch nicht genau wann, weil der Stoff ist eigentlich sehr sommerlich, aber hat doch ein relativ hohes Gewicht und ist deswegen nicht allzu kühl. Dann kommen wir zu einem sehr alten Sakko von mir, von Corneliani. Aus einem Wolle-Seide-Leinen-Mischung. Fantastischer Stoff. Leider ist dieser Braunton sehr, sehr stark ins Graue gehend, deswegen kann man kaum Hosen mit dem Ding tragen und von daher trage ich es sehr selten. Jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingssackos, Duckdale Saxony Tweed in einem Gun Club Check von Suit Supply Made to Measure gemacht worden. Ich finde es fantastisch. Das trage ich einfach ultra gern. Dahinter, ja, ein sehr ähnliches Sakko von meinem sizilianischen Schneider. Es war echt Zufall, dass ich die beiden Sachen so zeitgleich auch bekommen habe und dass sie sich auch noch so stark ähneln. Trotzdem schönes Ding. An dem mag ich ultra gern halt diese Quad-Patch-Pockets. Quad-Patch-Pockets. Also vier aufgesetzte Taschen. Dann noch ein Sakko von meinem sizilianischen Schneider aus einem Huddersfield Fine Worsted Portofino Stoff, also auch Wolle, Seide, Lein. Ich fand das Muster einfach total genial und habe sofort einen Auftrag gegeben. Leider ist der Schnitt nicht 100% mein Ding. Und jetzt klingelt auch noch mein Telefon. Ingversen. Ja, dann halt nicht. Ich bin zurück. Kommen wir hier zu einem Suit Supply Teil, das man wirklich jeden Tag rocken kann. Donegal Tweed von Ariston in dunkelgrün. Ariston. Keine Ahnung, wie man das ist. Ja, eigentlich italienisch, ne? Ariston, aber vielleicht auch Ariston. Dann ein Flanell-Sakko, ich weiß leider nicht mehr, wer den Stoff gemacht hat. Schönes Muster mit so einem olivfarbenen Overcheck auf einem dunklen Blau. Ganz cool, auch von Suit Supply Made to Measure. Noch ein Suit Supply Made to Measure-Sakko, ein blauer Hopsack, sehr leicht. Schon Navy, aber immer noch deutlich als blau zu erkennen. Und hier noch mit dem Handknopfloch, wirklich gute Verarbeitung, bin zufrieden damit. Jetzt kommen wir zu so einem Grail aus dem Kleiderschrank. Orazio Luciano, auch ein Quad-Patch-Pocket. Sakko aus einem Vintage-Fresco-Stoff, ganz, ganz dunkles Blau. Wirklich eine schöne Verarbeitung. Und nun kommen wir schon zu den Hemden. Einstecktücher und Krawatten werde ich mal in einem separaten Video besprechen, denn das würde den Rahmen echt sprengen. Hemden, die meisten sind von Luckshire, kann ich so sagen. Wenn ich nicht sage, von wem die sind, sind sie von Luckshire. Wir haben das White Everyday Shirt, knittert mir zu viel, hat zu wenig Farbtiefe, hat zu wenig Textur. Lieber trage ich tatsächlich dieses Madopalam Chambray, schöner weißer Stoff. Dann haben wir hier ein weißes Leinhemd mit einem Button-Down, dann ein Piqué-Stoff mit einem Button-Down, also ein sehr freizeitliches weißes Hemd trage ich nicht zu Anzügen. Das habe ich mal von Sizilien mir, also in Sizilien in einem Laden gekauft. Ist auch ein ultra geiler Stoff.
Stoff, Leinstoff, weiß-blau gestreift. Leider sind die Ärmel einfach zu kurz bei dem Hemd, deswegen trage ich es mittlerweile auch sehr selten zum Anzug. Aber das Ding ist einfach genial im Sommer mit hochgekrempelten Ärmeln, ohne irgendwas drüber. Dann haben wir hier noch ein Lein-Baumwolle-Hemd mit einem schönen grauen Streifen. Grauer Streifen ist deutlich vielseitiger, als viele Leute denken. Finde ich, sollte man gleich nach dem blauen und nach dem rosafarbenen Streifen anschaffen. Apropos rosafarbener Streifen, hier ist mein Van-Lark-Hemd in der Meisterwerk-Verarbeitung aus dem Made-to-Measure-Programm. Ich liebe dieses Hemd total, auch mit dem Winchester-Kragen, also mit diesem Kontrastkragen, Kontrastmanschetten. Ich trage das fürchterlich gern. Ebenso wie dieses rosa gestreifte Hemd. Deswegen sage ich euch auch, wenn ihr ein hellblau-weiß gestreiftes Hemd habt, dann nehmt als nächstes ein rosa-weiß gestreiftes Hemd. Das ist einfach mit das Universellste, was man tragen kann. Und hier kommt ein dunkelblau-weiß gestreiftes Hemd. Das sind, glaube ich, University Stripes. Das sind hier in dem Fall Candy Stripes. Da kann man auch, glaube ich, einen Roman drüber schreiben und sich auch sehr viel streiten und debattieren. Dann kommen wir zu einem Suit Supply Yacht Hemd, das ich erst kürzlich erstanden habe. Schöner Baumwollflanellstoff von Thomas Mason. Noch ein Hemd trage ich hin und wieder mal, ist jetzt aber auch keine direkte Empfehlung. Das ist auf gar keinen Fall eine Empfehlung. Ihr wisst gar nicht, wie häufig ich mit diesem Hemd schon irgendwo saß und Freunde haben gesagt, du siehst genauso aus wie die Tischdecke auf dem Tisch. Das war mein erstes Luxshire-Hemd und ich würde den Stoff sofort wieder bestellen. Der war relativ preiswert. Toller Griff bei dem Stoff. Ein hellblaues Hemd, ich glaube, das ist das Light Blue End on End. Ist aber keine Empfehlung, denn der Stoff ist mir ein wenig zu intensiv von der Farbe her und fühlt sich auch einfach so sehr nach Papier an. Dann haben wir hier noch ein Leinen-Baumwolle-Hemd. Das ist, glaube ich, das Blue Chambray. Ein Megateil. Ein bisschen zu dunkel, um es jeden Tag formell zu tragen, aber so als achtes Hemd ist das schon ziemlich nice to have. Und jetzt kommen wir zu Dingen, die auf jeden Fall auch nicht im Kleiderschrank fehlen dürfen. Oxford Cloth Button Downs in hellblau mit einem schönen Button Down Kragen. Und hier hinten kommt das gleich nochmal in einem hellen Gelbton. Ein Jeanshemd, mittlerweile relativ stark ausgewaschen. Das geht auch zu so vielen Sachen und lockert alles ein wenig auf. Und jetzt kommen wir zu meinen Freizeithemden. Von Uniqlo habe ich hier noch ein Flanellhemd hängen. Nochmal von Luxshire ein Flanellhemd. Aus einem Grandi Rubinelli Flanell. Ein Seidenhemd von Stefano Cao. Also Leute, Seide ist so unterbewertet für Hemden. Ich bin eigentlich immer fest davon ausgegangen, dass Leinenhemden das Beste sind, was man im Sommer tragen kann. Aber nein, Seide trägt sich wie ein Hauch von nichts. Und jetzt kommen wir hier noch zu einem schwarzen Piqué-Hemd, das leider bei mir im Schrank immer sehr verstaubt, weil ich so selten trage. Schwarz ist einfach nicht die Farbe, die ich häufig trage. Immovable Feast, also AM Feast, genau wie meine Gurkha Chino. Ich trage es einfach sehr selten. Und dann kommen wir hier hinten zu meinem Smoking-Hemd mit abnehmbarem Kragen, der übrigens hier dranhängt. Ja, ich habe das damals aus einem Leinen-Baumwolle-Stoff gemacht mit einer Marcella-Front, also mit einer Piqué-Front, Piqué-Manschetten, Piqué-Kragen. Ich werde da nochmal irgendwann ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen. Das ist mein Smoking-Hemd. Und hier ganz hinten hängt noch ein Hemd. Ein toller, richtig, richtig geiler hellblauer Leinenstoff. Allerdings ist das Ding mittlerweile so runtergerockt, dass ich das nur noch zur Gartenarbeit trage. So, und zum Abschluss kommen wir jetzt zu meinen Mänteln. Einmal von Traditional Rainwear habe ich hier einen Regenmantel, einreich, so beigefarbene Baumwolle. Leider ist die Firma mittlerweile pleite. Dann haben wir hier hinter von Lodenfrei einen saugeilen Lodenmantel, auch einreich mit Lederknöpfen. Und, das ist halt der Hammer bei dem, Double-Face-Stoff. Auf der einen Seite das traditionelle Lodengrün, auf der Rückseite eben diesen Check. Dahinter hängt mein bestes Vintage-Piece, das ich jemals über eBay ergattert habe. Und zwar mein Polo-Coat. Zweireich und der hat einfach alle Details, die ein Polo-Coat haben sollte. Spitzrevers. Wir haben diese Briefcase-Pockets, Umschläge an den Ärmeln. Das Stoffgewicht. Ich meine, man kann, glaube ich, sehen, wie dick dieser Stoff ist. Damit kann man einen Menschen erschlagen. Es ist traumhaft. Dann mein etwas formelleren Chesterfield-Mantel in einer dunkelblauen Wolle mit einem schwarzen Samtkragen. Auch zweireich. Schräge Taschen mit einem Ticket-Pocket. Und abschließend hier ganz hinten von Tax meinen Casentino. Auch zweireich in Bordeaux mit einem ganz unauffälligen, aber klassischen grünen Innenfutter. Und auch in diesem Fall mit Lederknöpfen. Und guckt euch diese Textur an. Ich finde Casentino einfach grandios. Ich hoffe, ihr fandet diesen Walkthrough durch meinen Kleiderschrank auch grandios. Ich werde es jetzt erstmal dabei belassen, weil ich glaube, das war schon Informationsflut genug. Aber bevor ich das Video beende, löse ich noch mein Versprechen ein und werde euch ein paar Dinge aus dem Schrank empfehlen. Wir fangen an hier vorne mit der Cavalry Twill Hose. Kauft lieber Cavalry Twill anstatt Flanell. Wenn ihr einen grauen, schlichten Anzug haben wollt, den auch jeder haben sollte, dann nehmt lieber so ein 4-Ply. Braun ist eine klare Empfehlung. Ihr werdet es nicht bereuen. Die Hose lässt sich separat tragen, das Sakko lässt sich separat tragen und das Braun ist formeller, als man im ersten Moment denken mag.
Solaro ist irgendwie so ein Liebhaberstück. Ich würde mir wünschen, davon mehr zu sehen. Der blaue Anzug sollte auf jeden Fall in jedem Schrank vorhanden sein und nirgendwo fehlen. Ich glaube, ich könnte hier oben die gesamte Reihe auf 3 Sakkos reduzieren. Das wäre einmal der Gun Club Check von Duckdale aus dem Saxony Tweet. Dann Ariston Donegal Tweet. Die dritte Empfehlung geht dann ganz klar an diesen Navy Fresco. Auch in dieser Konfiguration mit 4 Patch Pockets und diesem einreihigen Schnitt. Ein weißes Hemd darf nicht fehlen. Nehmt Madopalam Chambray. Dann der graue Streifen nicht vergessen. Völlig unterbewertet. Das gleiche gilt für rosa gestreifte Hemden. Was auch nicht fehlen darf, sind die Oxford Cloth Button-Down Shirts in hellblau. Ich glaube, das sind erstmal alle Empfehlungen, die ich hier an diesem Kleiderschrank geben kann. Ich hoffe, ihr habt hier was für euch mitnehmen können. Und ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Wir sehen uns irgendwann in einem zukünftigen Video. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und tschüss.